Hallo, was machen Sachen? Ja, vor einigen Wochen hatte ich ja ein Video hochgeladen, in dem ich halt auch gesagt habe, mir geht's nicht gut. Ich wollte jetzt so ein kleines Update-Video machen, auch ein bisschen mehr drüber reden. Also, ja, wie erwähnt, habe ich ja leide ich unter anderem eine Depression. Die sind jetzt auch nicht seit heute oder seit kurzem da. Ich habe die tatsächlich schon seit sehr lange. Die hatte ich schon, seit der ich in der Schule war. Also, das ist schon über 10 Jahre her. Und die Sache halt mit Depression ist, ja, man kann sie bekämpfen, behandeln, aber sie bleiben halt. Die sind halt da, sie werden halt schwächer. Es gibt halt aber immer mal Phasen, da wird es halt wirklich richtig stark. Und das war halt jetzt in dem Falle bei mir wieder so eine Phase, in dem es halt wieder richtig reingehauen hat. Dabei, weil halt, ja, mir ging es halt nicht so gut. Ich war mit dem, was halt so rundherum passiert ist, nicht so zufrieden. Mir ging es halt echt scheiße. Lag unter anderem größtenteils tatsächlich an meiner Arbeit. Kurzum gesagt, ich hatte halt eine Scheißarbeit, die scheiß bezahlt wird. Das war sehr anstrengend, im Lager zu arbeiten. Also kann ich nicht empfehlen. Und das hat mir halt doch sehr stark zugesetzt. Und dadurch, dass dann halt auch noch ich einen Hexenschuss bekam, war halt dann so der Punkt bei mir erreicht, wo es dann halt komplett bergab ging. Es ging so richtig runter, ja, bis hin tatsächlich zu dem Gedanken hin, dass ich halt ja doch vielleicht einfach ja nicht mehr hier sein wollte, sagen wir es so. Also ich hatte das auch tatsächlich so krass noch nie gehabt. Normalerweise, bei mir ist es so, wenn ich halt in diesen depressiven Phasen bin, sammelt sich halt bei mir eine unheimlich ja, Menge an Wut und Frust und sowas an. Aber ich habe das normalerweise, dass ich das an anderen auslassen will. Also ich werde dann random wütend auf irgendwelche Leute, die mich gerade frustrieren. Ob sei es halt, die stehen in der Kasse und das dauert zu lang oder so, da ist halt meine Frusttoleranz ist in solchen Phasen halt wirklich sehr gering. Ist halt dann auch wieder so eine Sache, du hast keine Motivation, irgendwas zu tun, aber wenn dann irgendjemand kommt, möchtest du den am besten erwürgen, ja. Und ich hatte das halt, wie gesagt, noch nie, dass es sich halt diese Frust und diese Wut gegen mich richtet. Und ja, das war dann so der Punkt, wo ich sagte, okay, halt stopp, so nicht weiter, das funktioniert so nicht. Ja, und hab mir dann halt, ja, Hilfe geholt. Ist jetzt auch, wie gesagt, schon mal viel, viel besser, also diese, ja. Lebensendenden Gedanken, nenne ich es jetzt mal, sind halt schon weg. Die sind halt innerhalb von wenigen Tagen verschwunden, nachdem ich halt einfach gekündigt wurde. Und das war dann so gekündigt, plopp, weg. Es war halt wirklich durch die Arbeit so gestresst, dass es halt so weit ging. Aber das war dann Kündigung bekommen, okay, jetzt vorbei, okay, jetzt ist wieder alles in Ordnung oder so. So tatsächlich, seitdem ich ja, gekündigt worden bin, geht es mir schon mal wesentlich besser. Es geht jeden Tag so ein Stück nach oben, so ein bisschen Stück für Stück besser. Nur immer noch habe ich zu kämpfen mit Motivation. Also ich brauche sehr, sehr lange, überhaupt mein Bett zu verlassen. Also ich muss mich dazu zwingen, aus meinem Bett rauszugehen, um sich vor den Computer zu setzen und irgendwas zu tun. Aber ja, gesagt, es wird jeden Tag so Stück für Stück wird es ein bisschen besser. Ich bin halt bald wieder auf dem Damm. Es ist halt auch so eine Sache, die ist halt nicht innerhalb von wenigen Tagen verschwunden. Das baut sich halt innerhalb von langer Zeit auf und man braucht halt eine längere Zeit, um das halt alles wieder abzubauen und ins Gleichgewicht zu bringen. Wie gesagt, halt, die Depression wie viele andere Krankheiten in diese Richtung sind halt so eine Sache. Man kann sie bekämpfen, man kann sie lindern, aber sie sind halt nie weg. Es gibt immer halt Situationen, die halt wirklich ja, das triggern können, dass halt einem wieder halt nicht so gut geht, dass wieder diese schlechten Gedanken kommen, dass es halt einem wieder scheiße geht. Aber wie gesagt, ja, für alle, die sich halt Sorgen gemacht haben, und ich habe halt auch einige Nachrichten bekommen, mir geht es, wie gesagt, schon wirklich besser. Mal gucken, vielleicht kriege ich es sogar hin, dass ich die nächste Zeit wieder aktiver bin auf Twitch. Ja, es ist also Motivation, wie gesagt, ist nicht so da. Ich sitze den ganzen Tag am Computer und halt bastel vor mich hin, mach was. Ich habe jetzt halt, ja, mir so ein kleines Ziel gesetzt, das fand ich eigentlich ganz spannend, wo ich mal gucken will, ob ich das wirklich bis zu Ende verfolge. Ich weiß es noch nicht, ob ich das wirklich umsetzen kann alleine. Ja, ein bisschen mehr werde ich dazu später sagen. Wie gesagt, ja, mir geht es wieder ein bisschen besser. Und an euch alle, denen es halt wie mir halt einfach scheiße geht. Es gibt Mittel und Wege, die man halt nutzen kann, damit es halt einem geholfen wird. Ist auch immer schwierig, ich weiß es, man will sich nicht unbedingt immer direkt an Freunde, Familie wenden. Man weiß halt nicht, wie will sie nicht belasten, man weiß auch nicht, wie gehen sie damit um. Ich habe auch aus eigener Erfahrung gelernt, viele, ja, gerade Familie, gehen damit halt echt nicht gut um. Ich habe als, ja, bei mir war so Zwiespalt, meine Mutter ging halt echt gut damit um, dass es mir halt nicht gut geht. Wir haben darüber geredet und die war halt sehr verständlich. Und dann halt viele, viele andere Verwandten, unter anderem halt mein Vater, dem war das egal. Der hat das, glaube ich, irgendwie nicht verstanden oder dem war das halt schlichtweg einfach egal. Und da hat man sich halt nochmal, der hat teilweise sogar nochmal drauf gedrückt. Mir geht's scheiße egal, ich hau nochmal drauf.
Und halt viele anderen haben halt auch einfach nicht verstanden. Deswegen fühle ich, dass man halt nicht unbedingt halt zu Verwandten oder Freunden gehen will, dass man halt andere Hilfe, halt ja, anonyme Hilfe möchte. Und für all die Leute, die halt wirklich, ihr sitzt in einer Situation, euch geht's halt scheiße, ihr geht's aus irgendwelchen Gründen halt richtig schlecht, ihr habt keine Motivation, ihr fühlt euch jeden Tag traurig, euch geht's halt einfach scheiße. Es gibt halt Mittel und Wege. Ich habe unten in meiner Videobeschreibung die Telefonnummer oder vielmehr die Webseite von der Telefonseelsorge für Hilfe. Die können euch weiterhelfen. Da sind viele, viele Leute da, die sich halt damit beschäftigen, dass es euch besser geht. Die können euch auch zur Not weitervermitteln. Ihr könnt euch aber auch an einen Hausarzt wenden und der kann euch halt Nummern rausrufen für die Leute, die halt für euch zuständig sind in eurem Bereich. Ja, es ist halt. Jeder Kreis hat halt sein eigenes Zuständigkeitsgebiet und beim Hausarzt könnt ihr halt nachfragen. Ja, mir geht's halt scheiße, das und das. Ich bräuchte mal eine Telefonnummer ja, für einen Therapeuten, der sich halt in die Richtung auskennt, der halt für mich zuständig ist und da könnt ihr dann halt anrufen, Termine vereinbaren. Ich dachte, und für alle, die halt diese Hürde noch nicht übersteigen wollen, es gibt halt, wie gesagt, diese Telefonseelsorge. Ich habe die Homepage unten verlinkt. Ihr könnt dort anrufen, ihr könnt euch halt mit Leuten austauschen. Das hilft halt ungemein auch sehr viel. Es hält nicht jeder wie ich. Mir hilft es ungemein, halt einfach drüber zu sprechen, aber ich habe halt diese Grenze. Ich möchte nicht mit Leuten drüber sprechen, die ich kenne. Also mit Freunden, Verwandten etc. Zumal, weil ich halt auch weiß, wie schlecht das teilweise von halt Leuten aufgenommen wird. Ich habe halt sehr schlechte Erfahrungen in diese Richtung gemacht. Daher ist, finde ich, immer eine schöne Sache. Ich hasse telefonieren, aber das war halt so eine Sache, okay. Das lohnt sich tatsächlich anzurufen. Die helfen einem, die hören einem zu, die geben ein paar Tipps, die geben halt auch ein, wie gesagt, Stellen, an die man sich melden kann, wenn es halt einem wirklich richtig scheiße geht und die halt nicht weiterhelfen. Ich sagte, viel, viel ist schon getan, wenn ihr einfach anfangt, drüber zu sprechen. Ihr müsst es halt nicht öffentlich machen oder wie gesagt mit Freunden, Verwandten, sondern einfach nur mit random Leuten, die halt euch zugeteilt wurden, per Zufallsprinzip, die ihr nicht kennt, die ihr nicht seht, die werden wahrscheinlich nie, ihr werdet euch wahrscheinlich nie begegnen, die wissen nicht, wer ihr seid. Ja. Wie dem auch sei. Das war halt jetzt aber für mich wichtig. Ich möchte so ein kleines Update geben und halt für Leute, die es halt momentan auch scheiße geht, die nicht wissen, wohin mit sich, ja, guckt mal die Videobeschreibung. Und ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr bleibt, ja, gesund und fit und keine Ahnung. Und habt doch einen schönen Tag.